Cubies, da bin ich wieder. Und zwar heute mit dem neuen Weitwurf, mit der Ankündigung der offiziellen zur neuen Edition. Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut und würde euch gerne dazu ein paar Sachen erzählen, die ich rausgefunden habe, die sich in diesem Weitwurf, in dem neuen, rauslesen lassen, was die neue Edition angeht. Der Weitwurf kündigt quasi das an, was das hier ablösen wird. Unser geliebtes Regelbuch der 5. Edition. Und das neue Regelbuch sieht dann so aus. Es gibt drei verschiedene Ausführungen der Regelbücher. Einmal eine ganz normale, was heißt ganz normal? Also, ein 452-seitiges dickes Regelwerk, was quasi die günstigste Ausgabe ist mit 60 Euro. Dann gibt es eine Collector's Edition in Englisch und ein Warhammer 40.000 Regelbuch mit der Spieleredition mit noch ein bisschen Schnickschnack dabei. Ja, dann verschiedene Würfel. Zu den Fahrzeugmarkern bzw. den Fahrzeugschadenswürfeln sage ich später nochmal was. Diese Missionszielmarker als Servoschädel, wo man dann irgendeinen Würfel reinlegen kann, wer es braucht. Es gibt Psi-Kräfte jetzt anhand von einem Psi-Kartendeck, A35 Karten. Psi-Kräfte werden jetzt in fünf Zweige gegliedert mit verschiedenen Schwerpunkten. Und die Psi-Kräfte werden hier aber ausgewürfelt aus diesen Karten. Und die Psi-Kräfte im Kodex, in dem jeweiligen Kodex, bleiben allerdings noch erstmal aktuell. Das heißt, man muss sich vor dem Spiel entscheiden, rüste ich meinen Psioniker aus mit den alten Psi-Kräften oder mit den neuen. Die neuen müssen allerdings gewürfelt werden. Und ein Scriptor Tigurius von den Space Marines verfügt dann sozusagen nicht mehr über alle Psi-Kräfte, sondern nur noch über drei, wenn ich das richtig gelesen habe. Zunächst einmal muss man auch sagen, dass der Armee-Organisationsplan erweitert wird. Und zwar durch einen Slot für Gelände. Also man kann jetzt Gelände kaufen und dafür gibt es mindestens einen Befestigungsslot im Armee-Organisationsplan, wie man dem Spielbericht in dem Weitwurf entnehmen kann. Vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht. Also jede Seite hatte in diesem Spielbericht eine Bastion bzw. eine eigene Verteidigungslinie mit Laser genommen. Und es gibt auch die Festung der Erlösung für 220 Punkte zu kaufen als Gelände, was man dann für sich nutzen kann. Es gibt die eigene Verteidigungslinie mit Laser für 85 Punkte. Man kann die Linie wohl auch ohne Laser nehmen. Man kann nehmen die Bastion mit Zwillingsmaschinenkanone für 125 Punkte. Und ja, mach mal weiter. Man kann Alliierte nehmen. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Das heißt, man kann einen HQ, einen Standard und einen Sturm zum Beispiel nehmen von einer alliierten Armee, die dann in dem Regelbuch wird es eine Übersicht geben, wer mit wem sich alliieren kann. Es gibt Allianzen, die fester sind als andere. Und so kann man eben, wie gesagt, einen HQ-Sturm-Standard nehmen oder HQ-Sturm-Unterstützung, wie in dem Spielbericht vorgenommen wurde. Vielleicht kann man auch noch weitere Einheiten nehmen, kann ich euch hier an der Stelle noch nicht sagen. Am kommenden Samstag werden wir schlauer sein. Von daher hat der Weitwurf einen eher zeitlich begrenzten Wert, würde ich sagen. Im Moment ist er sehr hoch im Kurs, doch ja, in der Woche wird er eigentlich schon nicht mehr wirklich aktuell sein, finde ich. Um nicht zu sagen nutzlos. Es gibt 6 verschiedene Missionen. Jede davon hat 3 Sekundärmissionen. Die erste wäre tötet den Kriegsherrn, die zweite erster Abschuss und die dritte Durchbruch. Bei Durchbruch muss man versuchen, in die gegnerische Aufstellungszone zu kommen. Erster Abschuss ist selbsterklärend und tötet den Kriegsherrn eigentlich auch. Da geht es eben darum, das feindliche HQ auszuschalten. Man kann bei dem Gelände auch zum Beispiel ein Treibstofflager kaufen, was einen Deckungswurf von 5 plus gibt. Wenn man es aber schafft, muss man W6 würfeln, also wenn man seinen Deckungswurf schafft,
muss man pro gelungenen Deckungswurf einen W6 nochmal würfeln. Und bei einer 1 explodiert das Treibstofflager. Dann muss man nochmal einen W6 würfeln und bei einer 1 explodiert das Treibstofflager bzw. ein Ölfass oder ein Treibstofffass und fügt einen Treffer der Stärke 3 dem Modell zu. Finde ich an der Stelle ein bisschen viel Kleinkram, scheint es unnötig kompliziert zu machen, aber wir werden sehen, was passiert. Vielleicht sind es auch nur Optionen, keiner muss das Ding ja kaufen. Ich finde es ein bisschen merkwürdig. Dann gibt es geheimnisvolles Gelände, scheinbar ähnlich wie bei Fantasy. Ich bin kein großer Fantasy-Spieler. Generäle mit Begabung, Generäle, also Führungspersonen auf dem Schlachtfeld, dürfen eine Begabung auswürfeln zu Beginn des Spiels. Aus den Bereichen Führung, Kampf oder Taktik. Außerdem wird es Schnellschüsse geben. Ob die dann bei welchem BF auch immer treffen, weiß ich nicht. Jedenfalls scheint es so zu sein, dass man sich bewegen kann und danach noch mit einer Laserkanone schießen kann. Wie gesagt, ich vermute mal mit Abzug. Und Schnellfeuerwaffen dürfen die volle Reichweite nach der Bewegung schießen. Das finde ich super. Scharfschützen dürfen beim Trefferwurf von 6 die Verwundung selbst zuteilen. Granaten können geworfen werden. Feel No Pain gibt es jetzt nur noch ab 5+. Und wenn ich einen multiplen Nahkampf einleite in meiner Bewegungs- oder in meiner Nahkampfphase, verliere ich die +1 Bonusattacke. Verwundungen bei Beschuss gehen gegen das nächstgelegene Modell in der Einheit. Das heißt, hier ist es wirklich, wird es sehr wichtig sein, wie ich meine Modelle hinstelle. Dann gibt es noch verschiedene Fähigkeiten wie Niederschmettern oder Beuteschlag. Niederschmettern ist, glaube ich, für Sprungtruppen, die sich in den Nahkampf reinspringen können und erstmal quasi nochmal eine extra Attacke oder eine Spezialfähigkeit dadurch auslösen. Eben Niederschmettern. Der Beuteschlag gilt, glaube ich, für monströse Kreaturen, die einen die W3 +1 Treffer verursachen im Vorüberfliegen, wenn ich das richtig aufgenommen habe. Und es konnten Duelle bzw. Herausforderungen im Nahkampf ausgesprochen werden. Außerdem ist die Nahkampfbewegung jetzt 2W6 Zoll. Und Einheiten mit Sprinten dürfen 1W6 wiederholen davon. Wuchtige Hiebe ist eine weitere Fähigkeit, die Attacken halbiert, dafür aber die Stärke verdoppelt. Das ist eigentlich ganz interessant. Und Berserker soll wohl als Nachfolger gelten für Blutrünstig, was allerdings mit +2 Attacken im Nahkampf zu Buche schlägt. Fahrzeuge haben jetzt Rumpfpunkte. Der Stormtellen zum Beispiel 2, Cybots 3, Landraider, Geisterbarken oder Seelenzermalmer sogar 4 Rumpfpunkte. Und wenn diese Rumpfpunkte aufgebraucht sind, dann ist das Fahrzeug kaputt. Und hier nochmal was auch angemerkt zu den verschiedenen Würfel für den Panzerungsdurchschlag bzw. zum Wurf auf die Fahrzeugschadenstabellen. Es gibt ja Würfel mit, für Waffen mit DS1, DS2 und DS3 oder mehr, also Durchschlag. Und von daher wird es wahrscheinlich verschiedene Tabellen geben. Das heißt, Melterwaffen werden besser sein als herkömmliche Waffen oder Waffen mit DS3 oder schlechter. Und sogar Laser mit DS2 werden dann nochmal eine eigene Kategorie anscheinend bekommen. Und übrigens Plasma auch mit Durchschlag 2. Flieger fangen wohl immer in Reserve an, können das Spielfeld aber auch wieder verlassen. Außerdem können Flieger wohl aussuchen, ob sie in den Antikraft-Modus wechseln oder schnell durch die Gegend fliegen. Wobei ich irgendwas gelesen habe, das sind wieder Gerüchte, von daher, ich beziehe mich jetzt einfach nur auf den Weitwurf. Antikraft-Fahrzeuge können ein Ausweichmanöver durchführen gegen Beschuss und bekommen da einen Deckungswurf von 5+. Abwehrfeuer gegen Flieger kann man nur machen auf BF1, das heißt, man trifft immer nur auf die 6. Und die 35 Psi-Kräfte aus den 5 Disziplinen habe ich schon angesprochen. Die wird es als Kartendeck geben. Man kann da, wie gesagt, auch noch die alten Psi-Kräfte benutzen. Und ja, das ist eigentlich so ziemlich alles, was ich hier erstmal rauslesen konnte aus dem Weitwurf. Und glaubt mir, ich zähle die Tage bis zum Samstag, wenn ich dann das neue Regelbuch in der Hand halten werde.
leider erstmal auf Deutsch. Ich hätte auch gerne die englische Version, um die ganzen Übersetzungsfehler zu umgehen. Aber ich denke, mit dem Deutschen können wir auch erstmal arbeiten. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Und dann werden wir sehen, was Sache ist. Ich werde die Woche jetzt noch meine letzten Spiele nach der 5. Edition spielen und genießen. Und die werdet ihr dann im nächsten Spielbericht auch wieder sehen. Das war's. Ich wünsche euch was. Happy Gaming. Ciao.